Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Session Grid Origin. So, wir sind wieder hier zurück in unserer kleinen ägyptischen Welt hier. Mal kleiner, bis über untertrieben ist. So, neuer Tag, ich sage mir, mach gleich mal die Quest hier. Mal schauen, was wir hier zu tun haben. Grüßen wir mal seit langem mal den Michael. Und ich bedanke mich auch für seine Treue, dass er wirklich so schön mein Let's Play hier schaut. Da habe ich wenigstens immer einen Zuschauer, der stets das Ganze mitverfolgt. Und falls du dich jetzt nicht angesprochen fühlst, dann schalt doch gerne mal einen Kommentar, damit ich auch weiß, dass auch du gerade hier Zuschauer bist. Bitte rettet meinen Jungen! Er ist kein Krimineller! Hilft denn niemand meinem Sohn? Er hat Rom gute Dienste geleistet! Ja, schau mal. Danke, dass du anhältst. Mein Mann war ein Beschützer wie du. Ich schreie mich schon seit Tagen heiser. Es interessiert niemanden. Wo liegt denn das Problem, Nebet? Mein Titus, mein armer Titus, wird in den Baracken gefangen gehalten wegen Fahnenflucht. Er ist ein Deserteur. Nein, ein Held. Er hatte genug, hat der römischen Armee getrotzt und sich den Rebellen angeschlossen. Bitte, er ist mein einziges Kind und alles, was mir bleibt. Das sehe ich mir an. Keine Angst. Okay. Na toll, die Quest heißt schon extrem vielversprechend Tod im Wasser. Ich wechsle mal auf Tag rüber. Ist ein bisschen heller, sehe ein bisschen mehr. Und auch hier. Weil die Nacht nicht wirklich sehr dunkel ist, aber trotzdem. Man sieht tagsüber da und mehr. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja. Bin gespannt jetzt. Okay, er wird hier drin angezeigt. Kann man von unten herein? Nee, also ein bisschen hoch. Wenn der gerade runterklettert, dann können wir hochklettern. Hier da oben war der Wache. Bist du Titus? Deine Mutter schickt mich. Ja, bei den Göttern. Ich danke dir, Beschützer. Aber Ägypten ist in Gefahr. Ich muss hier raus. Okay, jetzt wird ein bisschen kämpfen. Wird es jetzt geben? Oder kann er uns in die Mauer fordern? Nein. Ja, doch. Schauen. Den kurz töten. Ich werde nicht auf römischem Boden sterben. Kommt er hier rüber? Okay, anscheinend nicht. Sie werden mich töten, wenn sie mich finden. Ja, komm. Vielleicht haben wir auch Glück und der. Und hier ist gar keine mehr. Ich werde nicht auf römischem Boden sterben. Okay, der brennt aus. Habe ich den erst getötet? Ja. Jetzt gehen wir raus. Okay, den haben wir schon. Warum sperrt die Armee die eigenen Männer ein? Papo hat mich gelehrt zu kämpfen. Aber er glaubte an Ehre und Gerechtigkeit. Der Nauarch der römischen Flotte in Apollonia, Marcellus Asina, plant eine Invasion. Ah, sie wollen Ägypten einnehmen. Ja, darum desertierte ich. Ich werde nicht die Drecksarbeit für Leander und Flavius machen. Wo ist der Nauarch? Auf seinem Schiff. Er patrouilliert zwischen Kyrene und Apollonia. Ihn zu töten, wird die Flotte ins Chaos stürzen. Geh mit Isis, Titus.
Ich kümmere mich um ihn. Okay. Welche Richtung ist das? Oh, warst du so weit weg? Oh, war ja also echt weit weg. Wir haben da keinen Ort, wo wir uns hinporten könnten. Puh. Das haben wir gepasst, die haben wir übersehen. Okay, wir gehen am besten zum Hafen. Und holen uns ein Schiff und, ja, schippen mal in diese Richtung. Anders fällt mir gar nicht ein. Weil das ist so doof, man kommt da irgendwie nirgends hin, so wirklich. Das macht am meisten Sinn so. Boah, 1 Kilometer in diese Richtung. Bis in dem Schiff ausweichen da, wo es hier eine Explosion gibt. Da sind welche drauf. Ja, ich bin schon weg. Aber bei solchen Situationen sieht man eigentlich, wie groß diese Karte ist. Wir haben nicht mal die Hälfte des Weges zurückgelegt. Vielleicht mal so am Rande eine Frage. Spielt ihr selber auch Origin? Und wenn ja, seid ihr wahrscheinlich hier schon vorbei, ja? Johannes, seid ihr schon weiter? Habt ihr die Hauptstory schon durch oder nicht? Schreibt gerne Kommentare, falls, ja, was es bei euch tut, dass ihr auch Origin spielt. So. Wie soll jetzt das sein? Ja. Muss ein Schiff sein, das sich bewegt hier in der Gegend. Und meistens sind die Missionsobjekte immer die größten Kähne. Weil der sogar einen Segel drauf hat. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Tibiave! Ibi Manere! So, kein Attentat ausüben. Ego Ludrit! Eteu Pedret! Galite Ibi! Oh, verdammt. Genau. Sed sanguinum, a sepulcrum, sic, rup ego astendam tibi dolor. Tibi ave, ibi mane. So. Ich scheint Rammel nicht hier. Da ist viel zu klären zwischen dir und den Göttern. Ach, das war schon, okay. Noch was zu holen? Eigentlich nicht. Hier, neuer Schufa-Aufstieg. 45. Mal schauen. Fähigkeiten. 2 Punkte. Was können wir hier so skillen noch? Schlaffall möchte ich eigentlich nicht. Nebelband, Schaden. Naja. Ja, habe ich irgendwie so viele Sachen. Schadenschuh. Das ist so gut, ne? Irgendwie mehr Schaden. Mir. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube tatsächlich, dass wir das hier machen. Schadenschub. Okay. Und haben wir das eigentlich erledigt, ist die Frage, machen wir gleich diese Quest hier.
Ziel machen wird es eigentlich. Es wäre auf dem Weg. Das heißt, wir gehen hin und schnell reisen mal zu diesem Wachposten. Aussichtspunkt. Können wir da aus dann gleich wieder ins Getümmel und stürzen. Pflanzenschutz, okay. Gut, ich muss runter. Wo kommt mein Pferd? So. Gehen wir querfeld ein. Ich weiß, hier kann es ab und zu Schlangen geben. Da ist es umso wichtiger, dass wir schnell durchkommen. Weil ich habe nie eine Schlange erwischt, während ich geritten bin. Wow. Also wie ich finde, ich sage ziemlich safe hier am Pferd durchzureiten. Okay, so. Man sagt, Kyrenaische Pferde sind die besten der Welt. Das stimmt. Deshalb hat dieser verfluchte römische Quartiermeister meinen preisgekrönten Hengst Hermes gestohlen. Hermes war nicht nur mein schnellstes Pferd, sondern auch mein bester Zuchthengst. Die Stuten vermissen ihn. Ich vermisse ihn. Ich bezahle dich. Du willst, dass ich ein Pferd rette? Ich liebe ihn wie meinen Bruder. Eigentlich ist mein Bruder ein Eselarsch. Ich liebe ihn mehr als meinen Bruder. Dieser betrunkene, stehlende Quartiermeister. Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon in Pandochien in Achille. Das ist auf dem Weg nach Alexandria. Kannst du Hermes finden und ihn mir zurückbringen? Ja, können wir schon. Wie geht denn das jetzt genau, die Reise? Ach, da hinten. Da ist ein Fragezeichen noch, ich glaub's ja nicht. Okay. Unser Pferd steht... Hä? Wo ist unser Pferd? Hat sich kurz verabschiedet, alles klar. So. Dann haben wir noch einen Punkt, den wir nicht gesehen haben anscheinend. Den schauen wir uns noch kurz an, weil wir in die Richtung gehen, um sein Pferd zu suchen. Das ist ein Fest, du willst mich verarschen, oder eine Villa haben wir. Wir haben sie sofort nicht angesehen, ich kann es nicht glauben. Gut, so möglich ist, zwar schon, ist so abseits, ne? Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich die Quest. Wow. Die Frage, wo da ist unser Ziel? Einfach da hinten, alles klar. Noch ein bisschen rundherum. Oh! Incum bitte! Nun konos ne. Stante! Mola! Rames! Pulis! Du! Siste! Ne tu! Et non movere! Et percutiamus eum! Was? Die haben schon ausgegraben hier, unglaublich. So. Was hat die mal? Da ist ja der diebische Quartiermeister. Gemeinsam! Die Suche nach Hermes geht weiter.
Ja, weg! Ich bin mein Ultimen Code! Tentafurt! Ui, Messi, vorami! Okay, was in diese Richtung? Da ist schon wieder ein Schiff. Schon wieder ein Schiff. So. Irgendwo da drüben muss unser Nest. Hey, was? Friss das, du! So, das war's. Ihr wollt es ja wissen. Jetzt ist das nächste Fest, oder? Ich glaub's ja nicht. Den hackt's ja wohl. Ja. Die lokalisiert. Dieser Ort wird schwer bewacht. Alite Ivi! Oh nee. Das hat nicht so geklappt, wie es sollte. Der bewegt sich, ne? Sister! Nicht zu! Et non ma vere! Was in Konsumationen! Hier irgendwo noch, oder? Das ist. Ja, Hermes. Du bist ein braver Junge. Was ist so besonders an dir, Hermes? So wie dein Herr über dich sprach, hätte ich fast erwartet, dass du fliegen kannst. klasse, Junge! Du fühlst dich tatsächlich gewaltiger an als alle anderen Pferde. Stark und geschmeidig. Ja, hat was. Das Ding ist echt schnell, das Pferd. Boah, okay. Was für eine Geschwindigkeit das Pferd hier durch das, ja, durch die Landschaft jagt. Jetzt vor mir umgefallen ist, ne? Das ist verdächtig. Wow. Finde ich den Schuldigen. Aber wo hätte mich Hermes abgeben sollen? Gehen kurz Hermes ab, nicht, dass der noch stirbt. Boah. Oh. Hermes, mein Junge! Du hast... Da sind wir, Junge. Zurück bei deinem Herrn.
Hermes, du wirst heute das beste Heu und meine beste Stute bekommen, alter Freund. Der Quartiermeister gab ihn dem Centurio von der östlichen Festung. Er wird nicht nach ihm suchen. Diese Festungen, die stehlen uns einfach alles. Ach, was soll's. Wir werden eine Vielzahl an Siegern mit dir züchten, nicht wahr, mein Junge? Hier ist deine Belohnung, mein Freund. Sie ist wohl verdient. So, gab echt viel Geld gerade. Kann ich hier irgendwas klauen? Ach, schade. Reittier? Echt? Wir haben Reittier bekommen. Morgennebel. Saprosinis. Glorias palaske vasma da tu da vestina. So ein schönes Pferd. Ja, das war nicht schlecht. Okay, wir gehen ganz kurz. Ich muss auch rechnen. Bei dem hier. So und der fragt mich irgendwie manchmal. Weil man so wenig bekommt. Okay. Das spannende Ziel ist. Wow. Was schafft er noch? Wow, okay. Das ist ein bisschen größer, ich dachte eigentlich hier. Ich dachte eigentlich, es geht kurz noch. Okay, aber das machen wir jetzt kurz. Wow. Nein. Jetzt war einer von denen, der den Tod verantwortlich ist. Ah, oh, beide, okay. Gehen noch kurz noch das Artefakt holen. Zu Altemach und Paket! Stande! Voila! So, und tschüss. Das war's schon. Sehr schön. Gut, okay. Dementsprechend bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und sehen uns wieder morgen zur nächsten Folge. Und ja, bis dann. Bye bye.